Monika hatte mir damals geraten, wenn ich in Santiago de Compostela ankomme, sollte ich es nach Möglichkeit ganz früh morgens machen. Weil sie sagt, es ist nichts Schlimmeres, 800 oder 1000 Kilometer hinter sich zu bringen, um ans Ziel zu kommen und dann vielleicht am späten Vormittag oder am Mittag in die Kapelle reinzugehen und sie ist brechend voll und man kommt gar nicht teilweise rein. Das wäre eine frustrierende Geschichte. Das habe ich mir gemerkt. Da hat sie ganz viel Wert drauf gelegt, dass ich also ja sehr früh losziehen wollte, sollte. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich an meinem vorletzten Tag, bevor ich in Santiago ankam, sehr nah an Santiago de Compostela herangearbeitet. Bin dann morgens im Dunkeln los. Hätte mich beinahe noch mal richtig verlaufen, weil ich wirklich keine Wegzeichen und nichts erkannt habe. Aber ich wollte halt unbedingt sehr, sehr früh da sein. Ja, das ist ein merkwürdiges Gefühl. Auf der einen Seite freut man sich natürlich, dass man sein Ziel erreicht hat. Auf der anderen Seite ist man natürlich, gerade wenn man das erste Mal unterwegs ist, wahnsinnig neugierig. Was passiert da? Was macht das? Wie sieht das da aus? Und. Ja, ich bin halt hin. Und habe halt auch gemerkt, dass ich die letzten Meter langsamer wurde plötzlich. Und habe so dieses Gefühl in mir gemerkt, ich will gar nicht ankommen. Weil, wenn ich jetzt ankomme, dann ist fertig. Und ich war 6 Wochen unterwegs und man gewöhnt sich so sehr daran, an dieses Leben, an dieses Einfache, dass man dann einfach, ich habe wirklich gemerkt, ich will nicht. Aber natürlich bin ich halt weiter gelaufen und bin auch angekommen. Ja. Ich lese gleich eine Episode vor aus meinem Buch, wie ich angekommen bin. Ich möchte da jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich denke mal, dass ich das, was ich da geschrieben habe, damals recht gut wieder, die Situation recht gut wiedergibt, wie es mir ergangen ist. Tag 34. Ich komme in Santiago an. Durch das Stadtgebiet von Santiago de Compostela zog es mich an einer unübersichtlichen Beschilderung in die Altstadt. Nachdem ich mich fast in ein paar kleinen Gässchen verlaufen hatte, stand ich auf einmal vor der Kathedrale. Aber ich sah keinen Eingang. So lief ich um die nächste Ecke des riesigen Gebäudes und hier war auch kein Eingang. Die Situation kam mir irgendwie merkwürdig vor. Nach nunmehr 900 Kilometern Fußweg und einigen Strapazen stand ich vor meinem Ziel und fand den Eingang nicht. Und noch etwas erschien mir seltsam. Rund um die Kathedrale waren keine Menschen. Die Situation schien eher einem Traum zu entsprechen als der Realität. Dann entdeckte ich an einer kleinen Doppeltüre eine Nonne, die mich zu sich winkte. Okay, alles klar, dachte ich. Das ist ein Traum. Ich ging auf die Tür mit der Nonne zu, die in der Kathedrale verschwand. Als ich die schwere Holzschwelle überschritt und meinen Fuß in das Leere der Kathedrale setzte, geschahen 3 Dinge zur gleichen Zeit. Die Glocken fingen an zu läuten, die Orgel setzte ein und all meine vorhandenen und nicht vorhandenen Nacken und sonstige Haare stellten sich blitzartig auf. Das wäre doch nicht nötig gewesen, dachte ich in meinem Traum. Das ist zu viel der Ehre. Ich schritt langsam zu den Bänken vor dem Hauptaltar, wo etwa 30 Menschen Platz genommen hatten. Also auch die Kathedrale war fast leer. Ein schöner Traum. An einer Säule blieb ich stehen und schaute den Geistlichen bei ihrer Messe zu. Hinter ihnen, nicht zu übersehen, thronte die mit Gold und Edelsteinen verzierte, überlebensgroße Figur des heiligen Jakobus. In meinem Reiseführer hatte ich gelesen, dass die Pilgerreise beendet ist, wenn man die Stufen hinter dem Altar hinaufgeht und den Apostel umarmt. Mich zupfte jemand am Arm und ich drehte mich um. Ein Mönch in einer dunklen Kutte lächelte mich an und deutete mir, ihm zu folgen. Und da es ja ein Traum war, folgte ich ihm. Er ging mit mir hinter den Altar und zeigte mir die schmale Treppe hinauf zum heiligen Jakobus. Langsam und gerade so mit meinem Rucksack durch den schmalen Gang passend, stieg ich die Stufen hinauf. Ich stand hinter der massiven Figur und schaute über den Altar in die Gesichter der Menschen. Dann näherte ich mich dem Apostel und umarmte ihn.
Ich berührte das kühle Metall, die Edelsteine, die Verzierungen und etwas, das ich noch nicht gekannt hatte. Ein sehr starkes, intensives Gefühl. Die Menschen in der Kathedrale schauten mir bei dieser Umarmung zu, aber das machte mir nichts aus, das war ja ein Traum. Ich stieg die Stufen wieder hinunter und wurde sehr traurig. Mir fehlte etwas. Meine Pilgerschaft war hier zu Ende. In dem Zustand einer inneren Leere blieb ich neben dem Altar eine Weile mit gesenktem Kopf und Tränen in den Augen stehen, bis ich mich auf eine der Bänke setzte und der Messe zusah.